Guten Appetit, Herr Präsident. BDI-Chef Michael Kempf heuerte 1971 als einer der ersten bei McDonald's Deutschland an. Anfangs gab es nur kleine Tüten Pommes, die weißen, an die Sie sich vielleicht noch erinnern. Und dann wurden die eingeführt. Und die Sprachregelung war, wollen Sie kleine oder große Portionen Pommes? Und die natürliche Reaktion des Menschen bei solchen Dingen ist ja eher zu sagen, nehme ich mal kleine, vielleicht ist die große für mich zu groß. Das ist für jemand, der BWL studiert, natürlich ein falsches Herangehen. Ich habe meine Mitarbeiter angewiesen zu fragen, wollen Sie kleine oder eine normale Portion? Michael Kempf wurde später sogar Filialleiter. Dabei fing alles mit einem Missverständnis an. In Wirklichkeit habe ich mich auf eine Zeitungsanzeige beworben, die da lautete, Mitarbeiter für ein Hamburger Restaurant gesucht. Und ich hatte wirklich Hamburger Restaurant gelesen und war dann sehr überrascht, als es kein Hamburger Restaurant, sondern ein Hamburger Restaurant war. Vor seiner Zeit beim BDI war Michael Kempf Chef des Nürnberger IT-Dienstleisters DATEV. Ein Hintergrund, den viele in der nicht mehr ganz so neuen New Economy begrüßen. Zum Beispiel Andreas Winiarski. Dieter Kempf ist jemand, der sehr, sehr heimatverbunden ist. Es ist ihm, glaube ich, zu verdanken, dass die DATEV auch nach einem halben Jahrhundert immer noch in Nürnberg ihren Hauptsitz hat. Was ihn besonders auszeichnet, ist, dass er ein Nerd ist im Anzug. Er ist zwar Kaufmann, aber er hat so lange in der IT gearbeitet. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als an der Spitze der deutschen Wirtschaft jemanden zu haben, der sich der Digitalisierung mit eigener Kompetenz stellt und das noch mit seinem rhetorischen Talent wunderbar vermitteln kann. Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Über 100.000 Unternehmen und über 8 Millionen Beschäftigte. Michael Kempf, herzlich willkommen bei Commerzbank im Dialog. Ja, Herr Kempf, auch von meiner Seite ein sehr herzliches Willkommen hier bei der Diskussionsveranstaltung. Nochmal mit dem offiziellen Titel Digitalisierung der Banken zwischen Eigenverantwortung und Innovation. Also wir werden jetzt gleich eine Art Beziehungsgespräch machen zwischen der Industrie und den Banken. Bevor ich aber damit anfange, eine Frage, die sich bei dem Film gestellt hat, die mir spontan eingefallen ist. Haben Sie diesen Burger dann auch aufgegessen? Nein, das muss ich zugeben, aber nicht deswegen, weil ich keine Burger essen würde, sondern weil das Filmteam den Burger, ich schätze mal, am Vortag schon erwartet hat. Und ich schon noch so ein Stück Selbstachtung beim Essen bewahrt habe und deswegen habe ich den nicht gegessen. Einen frischen hätte ich gegessen. Sie wurden ja auch als Nerd im Anzug bezeichnet. Ist denn für Anzugträger das überhaupt opportun, Burger zu essen? Kleckert man da nicht so ein bisschen Ketchup? Und was ist denn der Beste, den man essen kann? Wenn man es kann, kleckert man nicht. Der Beste, ich vermute, die Frage geht eher in die essenstechnische Richtung. Genau, was kann man gefahrlos essen? Da empfehle ich den Anfängern einen einfachen Hamburger ohne Käse drauf und vor allen Dingen ohne Salatblatt und ohne frische Tomate. Wer es kann wie ich, kann auch einen Royal TS wahrnehmen. Bei McDonald's oder gebietet einfach die Ausgewogenheit bei dem zweiten großen amerikanischen Fastfood-Anbieter. Dessen Namen wir jetzt auch noch nennen. Nee, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Aber da gibt es ein ähnliches Produkt. Also ernsthaft, man kann das schon essen, aber ich persönlich habe die Theorie oder eine Theorie, warum Fastfood-Restaurants dieser Art bei Kindern so beliebt sind, weil Kinder sich essenstechnisch besser anstellen als die Erwachsenen. Also es hat nicht nur mit dem Produkt oder mit dem Geschmack des Produktes zu tun, sondern einfach, weil Kinder dort am Tisch genauso kleckern wie die Erwachsenen oder umgekehrt. Und deswegen mögen Kinder so gern Fast Food. Mhm. Ich konnte dies 5,5 Jahre im Store überprüfen. Okay, dann glauben wir das mal. Ich hätte jetzt gesagt, eine sehr ungewöhnliche These. Nee. Ähnlich ungewöhnlich, wie Ihr Lebenslauf eigentlich ist. Weil Sie angefangen jetzt bei einem McDonald's-Unternehmen, dann aufgestiegen sind, sehr schnell zum Filialleiter, dann zu einem Dienstleister gegangen sind und jetzt Chef des größten europäischen Industrieverbandes sind. Das klingt so ein bisschen wie eine Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Wie ist es eigentlich? Stimmt aber nicht, weil es bei McDonald's keine Teller gibt. Sehen Sie,
Also okay, dann nehmen wir das mal vom Pappbecher. Das ist natürlich wieder was Neues, die deutsche Adaption hier. Naja, ich denke, es ist wie bei vielen Lebensläufen, wenn man die rückwärts anschaut, dann hat alles irgendwie so eine logisch erscheinende Abfolge. In Wirklichkeit ist es das ja nicht, sondern wenn Sie sich vorstellen, 1971 bewirbt sich jemand tatsächlich, ich war damals ja noch in meinem vorletzten Schuljahr im Gymnasium, ich war in der 12. Klasse Gymnasium, bewirbt sich jemand in einem Hamburger Restaurant, ich habe mich tatsächlich in einem Hamburger Restaurant in München, beworben, ne? In München, auf Giesingshöhen, also wer das kennt, das ist eigentlich der urmünchnerische Stadtteil von München, in der Nähe des 60er Stadions. Für diejenigen, die nicht mehr wissen, das war mein Verein, der hat Fußball gespielt. Und da bewarb ich mich und er macht das als Nebenjob und findet dort dann Vorgesetzte vor, einen Österreicher und einen Holländer. Der Holländer ist dann leider später bei einem Flugzeugunglück, das die halbe Führungsmannschaft von McDonald's erwischt hat, ums Leben gekommen, die ihn ungeheuer fördern. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dieser junge Kerl, der zwar möglicherweise ganz ordentlich gearbeitet hat, auch relativ viel gearbeitet hat für einen Job nebenbei, eine Chance geben, stellvertretender Filialleiter zu werden, ihn auf fast alle Grand Openings von McDonald's Restaurants zu der Zeit mitnehmen. Denn aus der Zeit ganz viele McDonald's Restaurants in Deutschland. Ihm dann auch die Verantwortung für so ein Lokal übergeben, ihn dann in die Verwaltung nehmen, weil er sagt, ich kann nicht mehr so viel arbeiten, muss ein bisschen kürzer treten, ich sollte vielleicht dann eine Diplomarbeit schreiben und mein Diplom machen. Mhm. Dann habe ich ein Angebot gekriegt, das ich nie mehr wieder in meinem Leben gekriegt habe. Mein Chef, das war der Holländer, der dann später ums Leben kam, sagte, sag mir, wie viel du arbeiten kannst und du verdienst genauso viel wie bisher. Das war prozentual die höchste Gehaltserhöhung, die ich jemals in meinem Leben hatte. Also ich will damit sagen, es hängt viel von Zufällen ab. Man braucht die richtigen Menschen, die einen fördern, nicht nur fördern wollen, sondern die es auch tun, die es auch umsetzen. Und ich hatte das Glück, solchen zu begegnen. Sie waren ja dann 20 Jahre, das hatten wir schon kurz angesprochen, bei DATEV, einem Dienstleister, der vielen Unternehmen also seine Dienstleistung anbietet. Und jetzt sind Sie quasi der Chef all dieser Unternehmen geworden. Fremdelt man da nicht? Oder wie schnell ging dieser Seitenwechsel? Naja, also bevor ich bei der DATEV war, das waren übrigens 25 Jahre, war ich auch nur 13 Jahre, musste ich was arbeiten, war ich 13 Jahre bei einer der großen Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Fremdelt man, wenn man in die Industrie kommt? Als Dienstleister, sagen wir einfach mal. Als Dienstleister mit dem Dienstleistungs-Background. Also als die Frage an mich herangetragen wurde zum ersten Mal, habe ich auch prompt abgelehnt. Nicht deswegen, weil ich die Aufgabe nicht übernehmen wollte, sondern weil ich tatsächlich der Meinung war, dass im Portfolio eines BDI-Chefs schon auch ein Stück Industriegeruch im Anzug stecken sollte. Jetzt ist es aber nicht ganz so, dass ich von industrieller Produktion nichts weiß. Also ich weiß auch, dass Motoröl anders riecht als Getriebeöl. Ich weiß auch, einen Schraubendreher von einem Schraubenzieher zu unterscheiden oder den landläufig genannten Schraubenzieher. Dass der Schraubendreher. Also es ist jetzt nicht so, dass ich von Mechanik, von Elektrik, vielleicht sogar von Elektronik nichts weiß. Aber ich habe keinen Industriegeruch. Und deshalb habe ich anfangs schon gesagt, ich finde das Angebot nett, aber ich sehe eigentlich andere dafür. Aber wie das so ist, wenn Sie jemanden haben, der mit großer Impertinenz auf Sie einprügelt, dann geben Sie halt irgendwann als kleiner Mensch nach und das habe ich gemacht. Und das erinnert mich jetzt ganz spontan natürlich an, also ohne das Prügeln jetzt als wörtlich zu nehmen, an den Herrn Steinmeier, der gerade die Parteien empfängt und nachfragt, ob sie da nicht vielleicht eine Koalition bilden könnten. Ne? Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Also die Gespräche, die man mit mir geführt hat, waren, glaube ich, durchaus heftiger als Herr Steinmeier auf die Nicht-Koalitionäre gerade einredet. Ja, kommen wir gleich zu. Vielleicht ganz kurz noch, Sie haben heute auch eine Pressemitteilung als BDI rausgeben lassen und die Konjunkturprognose noch mal erhöht.
Es läuft ziemlich gut, trotz der geschäftsführenden Regierung sozusagen. Dafür, wie die Stimmung in der Wirtschaft ist, hat auch die Redaktion ein Filmchen vorbereitet, das ich jetzt gerne abrufen würde, wollen würde, so als Einstimmung. Und zwar hat man Unternehmer befragt, wie sie die Stimmung in der Wirtschaft einschätzen. Die KPM Berlin, auch königliche Porzellanmanufaktur, seit 260 Jahren am Markt, hat so zwei Gene in sich. Eins davon halte ich in der Hand, das ist die Tradition und die Vergangenheit, die wir sehr, sehr stark pflegen, weil auch das wird weltweit noch nachgefragt. Und das andere kommt zu meiner Linken. Hier sehen Sie eigentlich wunderbar die zwei Welten. Hier ist die KPM Berlin. Das ist der neue Moskau-Mühlenbecher für die coolen Bars in der Berliner Szene. Und da ist kein Henkel mehr dran, den kann man direkt so in der Hand halten und trinken. Und beides ist in einer Firma verankert. Wir sind seit 3 Jahren im Wachstum und es gibt im Moment keine andere deutsche Porzellanmanufaktur, die so nach vorne geht und auch in der Spreizung an allen Welten mitspielt. Mit unserer aktuellen Auftragslage sind wir zufrieden und wir glauben, dass es sich auch noch fortsetzt. Spannend bleibt die Frage, wie es uns gelingen wird, weitere Fachkräfte zu gewinnen. Das ist bereits heute eine Wachstumsbremse. Und die Unsicherheit, wie es nach dem Brexit weitergeht, die hat zumindest dazu geführt, dass wir den UK-Markt nicht weiter verfolgen, da ein Markteintritt mit hohen Investitionskosten für uns verbunden wäre. Ja, Herr Kempf, eigentlich alles im Lot, alles bestens, Rekordwachstum, Rekordbeschäftigung und doch deuten sich Probleme an. Wie würden Sie die Frage der Dame von Schwöre beantworten, wo kommen jetzt die Fachkräfte her? Sehen Sie das auch als Problem? Also ich denke, die Frage, die hier dem Einspieler angesprochen wurde, ist eine der wichtigsten Fragen, die uns alle beschäftigen muss, auf die wir heute zumindest noch keine Antworten haben, die uns einer Lösung näher bringen. Wenn Sie allein denken, dass wir im Bereich der Informationstechnologie nicht nur in der IT-Branche, sondern für Informationstechnologie ein Gap haben von mehr als 50.000 Arbeitskräften, dann zieht sich dies fort. Wenn Sie das Handwerk in Deutschland heute fragen, das ist jetzt noch nicht notwendigerweise der Beritt des BDI-Präsidenten, wenn Sie das Handwerk fragen, dann klagen die massiv über Nachwuchsmangel. Das heißt, wir haben extreme Probleme, Nachwuchs im handwerklichen Bereich zu bekommen. Das wird uns in der Tat auf allen Ebenen treffen und ich gebe der Dame völlig recht, das ist aus meiner Sicht eine der größten Wachstumsbremsen in den nächsten Jahren. Vielleicht noch ein Wort zum Brexit. Sehen Sie das auch so als BDI, dass das jetzt ein Problem ist? Es ist ja vor allen Dingen der Finanzplatz, London, die City immer gewesen, wo man sagt, es gibt Probleme. Aber ist das auch für die Unternehmen dort ein Problem? Natürlich ist es deutlich mehr als nur eine Frage des Finanzplatzes London. UK und Resteuropa, will man ja kaum sagen, haben enorme Handelsbeziehungen, Deutschland zumal. Und da denkt man jetzt primär relativ häufig an das Thema Airbus. Das ist aber vermutlich jenes Thema, das noch am wenigsten von einem Brexit betroffen ist, weil die Airbus-Verträge älter sind als die EU-Verträge. Also das ist jetzt wohl nicht der Kern des Problems. Es wird uns am Ende beiden Seiten schaden, deswegen würden wir als Industrie auch... Das, was es vielleicht die deutschen Unternehmen kosten könnte oder wo es genau... Ich bin mit solchen volkswirtschaftlichen Kostenschätzungen immer sehr vorsichtig, weil sie so einen Blick in die Glaskugel... Man hat ja immer gerne Zahlen, ne? Ja, ich weiß schon, aber sie sind so ein Blick in die Glaskugel, den niemand richtig verifizieren kann. Und ich glaube auch nicht, dass... der komplette Export, den wir haben, der komplette Warenhandel, auch nicht der komplette Dienstleistungsverkehr zusammenbrechen würde. Aber wir halsen uns halt einfach Probleme auf, für die wir heute keine Lösungsvorschläge haben. Denken Sie einfach mal, wenn wir das Volumen an Gütern, das wir täglich über den Kanal schippern, durch eine Zollabwicklung bringen müssten, dann ist das ein Thema, das wir heute überhaupt nicht lösen können. Ja. Es gibt keinen Zoll mehr in der Mannschaftsstärke, der dies überhaupt bewältigen könnte. Es gibt nicht einmal Zolllagerplätze, um die Waren zwischenzulagern. Also da kommt man jetzt sehr ins Nitty-Gritty, ja. Aber ja. Es sind halt die Themen, um die es am Ende des Tages auch geht. Und deshalb raten wir unseren Unternehmen, nicht weil wir dies wollen oder weil wir so eine Art
harte Scheidung mit Rosenkrieg mit den mit UK wollen, aber wir raten unseren Unternehmen, sich auch auf ein Worst Case, auf ein Cliff Edge Szenario vorzubereiten. Aber wir sagen, wenn ihr euch nicht vorbereitet, dann liegen eure Waren möglicherweise 2-3 Wochen. Und Sie haben ja gesehen, wie das mit verderblichen Waren ist. Nach einem Tag kann man die schon nicht mehr essen. Also. Das Stichwort Zoll würde ich gerne aufgreifen, um noch eine Frage zu stellen, bevor wir dann mit dem Beziehungsgespräch anfangen. Vielleicht noch ein bisschen was Einfaches vorher. Stichwort Zoll, das liegt ja auch ein bisschen in politischer Hand, wie das jetzt weitergeht mit dem Brexit, wie die Verträge aussehen werden, die Europa mit Großbritannien abschließen kann oder eben nicht. Und dafür braucht es ja eine Bundesregierung, die wir im Moment nur geschäftsführend haben. Wir hoffen mal, dass bis der Brexit vollzogen ist, auch die Regierung da ist, womöglich eher. Es gibt ja auch einige im Saal, die man da vielleicht noch befragen könnte. Was wäre denn aber aus Ihrer Sicht jetzt die Frage, oder was würden Sie, was halt der BDI, was wäre die Wunschkonstellation? Minderheitsregierung mal probieren oder doch lieber die SPD locken oder nochmal neu wählen? Also aus Sicht der Wirtschaft ist es natürlich ganz schwierig, sich da einzumischen. Sicher, aber das man Wählervotum hat ja Wünsche. Das Wählervotum ist da und wir haben uns mit einem Appell an die wesentlichen im Bundestag vertretenen Parteien gewandt, ihrer Verantwortung jetzt gerecht zu werden. Nach der sehr schnellen Absage in der Wahlnacht an eine große Koalition blieb ja dann als gangbare Alternative nur die Jamaika-Koalition. Wir hatten gedacht, unser Appell könnte alle möglichen Koalitionäre einer Jamaika-Koalition auch dazu bringen, Kompromisse einzugehen. Es hat sich gezeigt, dass dies nicht der Fall ist, zumindest im ersten Versuch nicht der Fall ist. Sie glauben an einen zweiten Versuch? Haben Sie Herrn Lindner ich glaube nicht mehr an einen zweiten Versuch, weil ich die klaren Äußerungen insbesondere von Seiten der FDP gehört habe. Aber damit gibt es zwei andere Alternativen. Das ist Große Koalition, da habe ich jetzt auch mehrfach Stimmen oder eine Stimme gehört. Und dann gibt es eine Minderheitenregierung und beide halte ich für gangbar. Also wenn ich mir ansehe, wo denn zum Schluss nicht die 173 eckigen Klammern, die es angeblich gibt, gewesen sein könnten, sondern wo die großen Dissenspositionen waren, das war Energie-Klima als eine und Einwanderung als andere, da wage ich die Behauptung, dass es bei einer Minderheitsregierung in Deutschland zu diesen beiden Themen keine geschlossene Oppositionsbildung gäbe. Und deshalb könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man es auch mit einer Minderheitenregierung versucht. Okay. Für andere Länder ist es gang und gäbe, für uns in Deutschland ist es ein Novum. Aber wie gesagt, das muss Politik entscheiden. Hätten wir ein Wunschkonzert, dann hätten wir uns eine funktionierende Jamaika-Koalition gewünscht. Ich habe anfangs immer gesagt, Jamaika schreckt uns nicht. Es gibt eigentlich einzelne Protagonisten aus unterschiedlichen Bereichen, die uns schrecken, aber die gehen ja nicht einfach weg, nur weil es die Koalition nicht gibt. Nee, das haben wir jetzt gesehen. Genau, vielen Dank erstmal für die Einschätzung. Ich würde jetzt gerne den Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank dazu bitten, Herr Zielke. Herzlich willkommen und ich würde dann direkt nochmal überleiten wollen. Wir haben ja jetzt das ein bisschen die Aufgabe zu überlegen, wie jetzt die Unternehmen und die Banken in diesem Zeitalter der politischen Wandlung, aber auch der digitalen Wandlung zueinander finden, was die Produkte sind, die man austauschen kann und so weiter. Und es ist einfach die Frage an Sie, Herr Zielke, nochmal, um das Politische erstmal anzunehmen und anzuknüpfen. Herr Kempf kann sich vorstellen, dass es eine Minderheitsregierung hier gibt, dass sie auch stabil genug ist. Aus, sagen wir mal, aus Sicht der Banken, der Bankenindustrie und Wirtschaft, wäre das auch Ihre Meinung? Oder würden Sie sagen, mit Blick, dass Sie auch grenzüberschreitend viel machen, ist ja eigentlich wie die deutsche Industrie ja auch, brauchten wir vielleicht im internationalen Konzert doch eine andere stabile Regierung? Oder sehen Sie das ähnlich? Ich glaube, wir haben da gar keinen unterschiedlichen Blick drauf, vermutlich insgesamt. Wir haben auch keine Glaskugel hier, was da möglich ist. Ich glaube, wir brauchen eine Regierung. Ja, aus Sicht der Wirtschaft, und da spreche ich, glaube ich, nicht, weil ich sage, es gibt nicht die Banken und die Wirtschaft, sondern wir sind irgendwie
ein Teil dieses Themas. Ich glaube, wir brauchen die jetzt nicht kurzfristig, wir brauchen keine Angst zu haben, dass die Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Also habe ich überhaupt nicht den Eindruck, wir haben gerade ja gehört, dass eher die Wirtschaft sogar sehr gut funktioniert, mit und ohne Regierung. Ich glaube aber, dass für viele Themen, die zu lösen sind, und das sind zuallererst mal Themen natürlich auch Richtung Europa, wir haben über Brexit gesprochen, wir haben über den Zustand der Europäischen Union gesprochen, natürlich eine starke, ich sage mal ganz bewusst auch deutsche Regierung, einen Beitrag leisten kann, damit das nach vorne geht. Und ich muss nicht nur nach außen gucken, da gibt es sicherlich auch eine ganze Menge, Sie haben ein paar angesprochen, Themen hier, wo es das gibt. Und deswegen sage ich, bin kein Spezialist darüber, ich glaube, es hat auch keiner bisher, ehrlich gesagt, eine richtige Erfahrung, welches Modell nachher funktioniert. Ich glaube, wir brauchen eins, was funktioniert. Und das wäre ein Punkt, wo, glaube ich, alle... Würden Sie sagen, also es ist ja jetzt so eine Entwarnung auch gegeben, es gab diese Woche direkt am Montag die Entwarnung, es läuft alles weiter, Deutschland ist auf robustem Wirtschaftskurs, gibt jetzt keine großen Wellen. Wie lange glauben Sie, also Belgien Beispiel, 1,5 Jahre, ist ein bisschen lang, würde ich sagen. Was schätzen Sie, wie lange kann es dauern? Ich merke, Sie mögen gerne Zahlen, ne? Naja, so ungefähr, sagen wir mal, einfach ein Gefühl dafür haben. Ich glaube, da gibt es keine Zahl. Ja, ich glaube, wird das Land, also gibt es irgendwo den Punkt, wo das Land umkippt? Nein. Also irgendwann vielleicht wird es nicht besser. Ich glaube, wir sollten, und das ist auch ein Appell, den ich nur unterschreiben kann, auch wenn ich kein politisches Mandat habe, alle diejenigen, die sagen, da gibt es eine Verantwortung, zu einer Lösung zu kommen. Das ist, glaube ich, nicht unsere Sache hier, wie die aussehen kann, aber es muss eine geben. Und deswegen, glaube ich, wird das kein unendlicher Prozess sein dürfen. Gut, dann wenden wir uns mal eine Frage zu, die vielleicht lösbarer ist hier am Tisch. Nämlich die Frage, wozu brauchen wir Banken? Dazu hat auch die Regie wieder ein schönes Video vorbereitet. Um das ich jetzt bitte. Mein Opa war Oberpostbeamter und bei der Postbank. Und ich glaube, dieses Bild, was vor 50 Jahren so war, hat sich deutlich gewandelt und muss sich auch wandeln. Eine gute Bank, die die Partnerschaft mit eingeht, sollte sich Zeit nehmen für das Geschäft, sollte sich Zeit nehmen, um die Zukunft zu entwickeln und auch ein bisschen Risiko zeigen und zu sagen, ja, wir gehen mit Ihnen den Weg, weil dann brauche ich eine Bank. Und wenn ich eine Bank brauche, schaffe ich aus meinem operativen Geschäft nicht, die nächste Hürde zu gehen. Und die Bank soll mich begleiten und mir die notwendige Unterstützung geben, diesen Weg zu gehen. Wir haben in unserem Portfolio bei Early Bird auch eine Bank mit N26. Die wächst rasant schnell, hat schon über 500.000 Kunden. Vieles von dem, was technisch möglich ist, man kann ja einen Kredit als Firma wie als Privatperson sich online heute auch schon besorgen, wird aber durch Regulierung gerade im Firmenkundenbereich dann doch eingeschränkt. Und vielleicht ist das auch ganz gut so, wenn die Volumina so groß wären bei großen Unternehmen, dass es dort andere Schleifen gibt. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was sich ändern wird, weil über Themen wie Blockchain haben wir noch gar nicht gesprochen. Auch unsere eigene Branche des Venture Capitals ist herausgefordert durch diese neue Technologie, dass Leute an uns vorbei quasi selbst Fonds bauen können. Also es wird für alle in der Finanzindustrie sehr, sehr spannend. Für die Bauindustrie, da sind die Banken bei uns vor allem bei Großprojekten gefragt, sei es in Form von Finanzierungsbestätigungen, Bankgarantien, Bürgschaften. Für uns als Unternehmen sind da Flexibilität und Schnelligkeit enorm wichtig. Wir haben jetzt also drei... Ja, bitte? Sind Sie Ihre Kunden schon? Haben Sie da Ihre Kunden gehört? Wir haben jetzt drei Unternehmen, ganz unterschiedliche Unternehmen gehört, auch natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen. Ich nehme mal an, das ist für Sie jetzt nichts Neues, was die Kunden möchten. Wie reagieren Sie darauf? Also ich glaube, die Frage ist ja, die Sie eingangs gestellt haben, braucht es noch Banken? Ja. Da kommen mir zwei Sachen, die mir da immer durch den Kopf gehen. Das eine ist dieser berühmte Spruch von Bill Gates, ja? Banking's necessary, bank's not. Ich glaube, das muss man sich klar machen, führt uns, ein schöner Spruch, hat auch irgendwie alle irgendwie begeistert. Aber wenn man zu Ende denkt, merkt man, dass er in einen Holzweg läuft. Weil da es Banking Gates weitergeben wird... Holzweg. Ich glaube, der ist auf den Holzweg oder hat uns auch ein Stück weit, alle die das irgendwie smart fanden, auf den Holzweg geführt. Warum? Weil, das ist eben angeklungen, Finanzwirtschaft ist und muss reguliert werden. Und deswegen würde ich sagen, ist der Weg andersrum richtig. Weil Banking necessary ist, und das ist, glaube ich, unstrittig, wird es immer Banken geben. Weil Banking definiert Banken.
Die Frage ist, wie ist eine Bank und wie sieht die aus? Ja, da haben wir eben ein Beispiel gehört, das ist anders als andere. Ja, das wird so sein, aber sozusagen am Ende ist die Definitorie genau andersrum. Aber der zweite Gedanke, den ich habe, wenn wir hier, das waren ja Unternehmen, die wir hier gehört haben, da muss man sagen, im Moment könnte man zu dem Gefühl kommen, Banken oder Unternehmen brauchen Banken eigentlich gar nicht. Ja, Unternehmen gerade in Deutschland, aber auch in Europa, weltweit, haben unglaublich hohe liquide Mittel. Das heißt, dass die klassische Funktion der Bank jenseits des Zahlungsverkehrs, der Finanzierung von Investitionen, von unternehmerischen Tätigkeiten, ist im Moment nicht so pressierend. Ja, das merken Sie auch so in der Kreditnachfrage. Aber das ist natürlich ein Ausschnitt im Moment. Wir haben Situationen gesehen, und die werden wir vermutlich wiedersehen, wo sich das auch wieder ändert. Und da ist es extrem wichtig, dass Unternehmen, gerade mittelständische Unternehmen, so wie wir sie eben gesehen haben, Banken haben, die ihre Geschäfte, ihre Investitionen auch in neue Technologien begleiten, die Unternehmen verstehen und dann eben Finanzierungsüberschüsse. Das ist ja ein gutes Stichwort. Die Finanzierungsüberschüsse der Unternehmen sind ja im dreistelligen Milliardenbereich. Da müsste man ja davon ausgehen, die haben eigentlich genug Geld. Und sie fragen... Oder das ist halt eher die Frage, was machen Sie denn damit? Wie investieren Sie das? Das ist ja eher weniger dann die Frage, wie gehe ich zur Bank? Aber warum brauchen Sie dann doch die Banken? Na, ich glaube, also erstens mal ist das keine Dauersituation. Aber es ist schon ziemlich lange. Ist ja relativ lange. Aber es ist natürlich nicht nur die Finanzierung. Also ich denke mal gerade zum Beispiel an ein Unternehmen, so in der Klasse, die wir gehört haben. Die Commerzbank hat 60.000 Firmenkunden, die wir Firmen als Firmenkunden bezeichnen, mit einem Umsatz ab 15 Millionen. Das ist sozusagen dieses Cluster. Das ist eine Menge. Wenn ich da mal so einen typischen mir angucke, dann sage ich mal, sind das so Kunden, ich habe einen im Kopf, ein Anlagebauer, 150 Millionen Umsatz, 500 Mitarbeiter, weltweit unterwegs, so 85% internationales Geschäft. Und das ist alles sehr typisch eigentlich so für den durchschnittlichen Mittelständler so in dieser Größe. Das sind Kunden, die brauchen eine Bank, weil sie ihre Handelsfinanzierung machen müssen. Die haben einen Austausch permanent, müssen das finanzieren. Die brauchen eine Bank, weil sie Zahlungsverkehr machen müssen. Und zwar in den jeweiligen Lokationen, die dort sind. Dieser Kunde macht mit uns zum Beispiel in 4 Währungen Austausch. Mit unseren Filialen in New York, in Singapur, in Russland und anderen Ländern. Das heißt, das sind alles Funktionen, die sind unabhängig vom klassischen Finanzierungsgeschäft, sondern die halten quasi gerade das internationale Räderwerk hier am Laufen. Und deswegen auch in Zeiten, wo der andere Teil, nämlich die Finanzierung, nicht so im Mittelpunkt ist. Es gibt ja Finanzierung, es ist nicht so, dass es die gar nicht gibt, aber natürlich im Moment nicht in dem Maße, wie wir es in anderen auch sozusagen Konjunktur oder in anderen Finanzierungszyklen sehen. Dieser Teil ist unabdingbar für Unternehmen, gerade internationale. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, Deutschland ist ein Land der mittelständischen und international tätigen Unternehmen. Ja. 99% der 3 Millionen Unternehmen haben weniger als 50 Millionen Umsatz im Jahr. Das sind alles ihre Kunden oder die meisten im BDI? Unsere auch. Ja, ja. Also BDI assoziieren viele ja immer mit einer Organisation der Großindustrie. Das stimmt natürlich auch, aber in Wirklichkeit sind es ganz viele, jetzt geht mir das Wort kleine in dem Zusammenhang nicht ganz so leicht über die Lippen. Ja, okay, ich habe es vergessen, dass sie den Film ja schon skizziert hat. Dem wird man jetzt auch nicht mehr gerecht werden, wenn man ihn klein nennt. Aber das ist die Breite der deutschen Wirtschaft und da gibt es nicht nur ein Buch über diese Hidden Champions, sondern das sind Hidden Champions auf den Weltmärkten. Im Übrigen auch diejenigen, die heute in der analogen Welt vielfach die Schnittstellen ihrer Plattformen beherrschen. Deswegen glaube ich ja auch, dass wir zum Thema digitale Transformation in der Industrie gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Kommen wir dann nachher noch dazu, denke ich. Also, da kann ich nur unterstreichen, was Herr Ziel gesagt hat. Die werden immer Banken brauchen, die sie bei bestimmten Themen begleiten. Wir in Deutschland denken halt bei Banken in erster Linie immer an Deutschland typische Kreditfinanzierung. Ja, das liegt uns schon nahe. Wir gehen zur Bank und finanzieren einen Kredit. Zahlungsverkehr für viele Unternehmen, ich habe ja nun lang genug auch ein Unternehmen geleitet,
wo der Zahlungsverkehr eine extrem große Rolle spielt. Ja, also es geht jetzt nicht um Werbedaten, aber das war ein sechsstelliger Betrag an Kunden, einmal im Monat Bankeinzug. Also da brauchen schon jemand, der das Geschäft beherrscht und nicht einfach einen, der sagt, ja, Geld einsammeln kann ich auch. Sie haben ja das schöne Stichwort Bankkredit schon erwähnt. Wenn Sie vielleicht an Ihre beiden Kunden denken, haben Sie so ein Gefühl dafür, einen Überblick, welche Rolle der noch so spielt? Okay, Sie haben gesagt, das ist das meiste, aber wie ist auch der Appetit der Unternehmen, vielleicht andere Sachen zu probieren? Also zur Finanzierung im Internet, Fintech, auch Blockchain, was noch ganz was Neues ist. Wir haben vor kurzem erzählt, ich weiß das viel besser und intensiver, als ich eines der ganz großen deutschen Automobilunternehmen gesehen, das sich mit Blockchain-Technologie eine Schuldverschreibung gegönnt hat. Ich finde das eine interessante Geschichte, aber das schließt ja nicht aus, dass dies in Begleitung von Banken oder in Begleitung mit Banken erfolgt. In diesem Fall sogar schöne, mit meiner Bank. Das schöne ja, Unternehmen die kenn ich heißt. Sogar. Ja. Jetzt legen wir mal die Namen auf den Tisch. Nein, wir waren die Bank, die das mit diesem Unternehmen gemacht hat, zusammen mit der KfW. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, wenn Sie auf das Thema Kreditfinanzierung gehen, das wäre mir nochmal ein wichtiger Punkt. Da kann man sagen, was gibt es denn da sonst noch als Alternative? Kapitalmarktfinanzierung ist da immer der Punkt. Nach dem Motto, ist das nicht eigentlich das moderne Modell? Und dann kann ich das gerne auch noch durch digitale Features anreichen. Da ist die Fantasie ja offen. Da warne ich vor einem Trugschluss ein bisschen. Kapitalmarktfinanzierung an sich ist nicht per se besser als eine Kreditfinanzierung. Übrigens auch nicht billiger. Interessant ist, dass typischerweise Kreditfinanzierung im Mittelstand für einen Mittelständler häufig die billigere Variante ist. Warum? Weil die Bank den Kunden viel besser kennt als der Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt muss, um Preise zu stellen, am Ende auf öffentlich vorhandenes Know-how zurückgreifen. Die Bank, die diesen Kunden in der Regel sehr, sehr lange begleitet, hat viel mehr Informationen und kann deshalb ein viel zielgerichteteres Pricing setzen. Deswegen kann man statistisch sehen, für kleinere Unternehmen, die klassische Bankfinanzierung häufig der effizientere Weg, das zu tun. Bei größeren Unternehmen kippt das um. Größer ist ungefähr? Naja, alle die wirklich einen echten, direkten Zugang zum Kapitalmarkt haben, und das sind schon ziemlich große. Ja? Lassen Sie mich aus Bankkundensicht eines ergänzen, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Wenn Sie sich über den Kapitalmarkt finanzieren als Mittelständler, müssen Sie viel, viel mehr von sich preisgeben, was Sie bei einer Kreditfinanzierung nur Ihrem Vertrauten in der Bank preisgeben müssen. Also Sie müssen die Bücher öffnen sozusagen. Ja, da geht es jetzt nicht nur um die Bücher, da muss schon ganz vieles. Sie ziehen eine völlig andere Compliance-Organisation ein. Sie berichten mindestens einmal im Monat, im Quartal machen Sie eine Investorentournee. Also wenn Sie mich fragen, ist es viel angenehmer, mit meinem Bankberater einmal im Monat zum Essen zu gehen, als am Kapitalmarkt zu berichten. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn ich das noch ergänzen darf, es ist nicht nur eine Frage von angenehm. Genau wie Sie es beschreiben, es ist auch eine Frage von Kosten. Lohnt sich die Compliance-Organisation? Lohnt sich das Rechnungswesen der Form und die Öffentlichkeitsarbeit, das lohnt sich natürlich für, ich will jetzt keine Namen nennen, aber für multinationale Unternehmen oder große, auch mittelständische Unternehmen. Ab einer bestimmten Größe wird es immer weniger lohnt. Und deswegen, glaube ich, muss man immer an der Ecke sagen, es gibt da kein Schwarz-Weiß. Und da wir nun mal in Deutschland eine Struktur haben, ist ja mehrfach gefallen von eigentlich viel mehr kleineren Unternehmen, die diese Wirtschaft stützen. Ja, wir haben unglaublich viele. Ich habe selbst für mich immer gelernt, wenn man mal in die eigenen Kunden reinschaut. Wir sind als Deutsche Firmenkundenbank, als die führende deutsche Firmenkundenbank, haben wir zum Beispiel unglaubliches Branchen-Know-how. Wenn wir Automobil haben wir genannt. Deutschland ist ein Automobilland, wissen wir alle. Wenn man an Automobil denkt, denkt man an die, weiß gar nicht, 4, 5 großen Automobilhersteller. Den Namen hat man sofort. Wir haben über 6.000 Kunden, Firmenkunden aus der Automobilbranche. Und da sind die natürlich auch dabei, ja, logisch. Aber das sind noch ganz andere. Und die tragen am Ende genau diese Branche, und das ist dasselbe für andere Branchen auch. Und da gilt eben eine differenziertere Frage, was sind die richtigen Bankprodukte und wozu brauchen sie die? Da kommen wir nochmal zum Stichwort Digitalisierung auch, wie sich immer mehr Unternehmen auch Geld im Internet trotzdem noch besorgen. Und die Frage ist auch,
Inwiefern besteht denn eigentlich Angst vor der Digitalisierung? Wie Sie schon gesagt haben, vielleicht müsste man da auch mehr Daten offenbaren. Ist das Bankgeheimnis da geschützt? Ist das Steuergeheimnis da geschützt? Und auch dazu hat nochmal die Regie ein schönes Video vorbereitet. Neuland macht die Digitalisierung Angst, und das würde ich jetzt noch abrufen. Uns gibt es seit 260 Jahren. Wir verkaufen heute anders und wir müssen auch mit der Zeit gehen. Und die Digitalisierung, auch für Manufakturen, ist extrem wichtig. Wir diskutieren nicht mehr drüber, wir tun das. Wir arbeiten online in allen Kanälen mittlerweile. Wir wissen heute schon, dass in Asien alles über WeChat läuft und Bezahlvorgänge mit dem Handy laufen, mit dem Gesichtsausdruck, mit dem Fingerabdruck. Und darauf sind wir noch gar nicht vorbereitet. Und das ist für ein Unternehmen, wie wir es sind, das mit der Hand hier im Berliner Tiergarten herstellt, das sind alles neue Felder. Und darüber müssen wir nicht nur diskutieren, sondern brauchen Partner, die uns helfen, diese Länder und Welten zu eröffnen. Ich glaube, die größte ungestellte Frage ist, was eigentlich mit den ganzen Jobs passiert, die durch die Digitalisierung wegfallen werden. Das ist gar keine Frage, sondern ein Faktum, dass das passieren wird. Natürlich wird, wie bei der Dienstleistungsrevolution, werden viele neue Jobprofile entstehen, die es vorher nicht gab. Aber man darf sich nichts vormachen, dass künstliche Intelligenz, gepaart beispielsweise mit 3D-Druck, allein in der industriellen Fertigung Tausende, Millionen Jobs überflüssig machen wird. Und was dann passiert, was wir mit diesen ganzen Menschen, diesen Existenzen machen, ist eine Frage, die völlig weitestgehend undiskutiert ist. Ein Thema, auf das schon Bill Gates vor Jahren hingewiesen hat. Der unzureichende Breitbandanschluss, das ist schon noch eine Bremse für Digitalisierung. Aber ich sehe noch große Potenziale. Wir sind beispielsweise auch auf dem Weg zur Industrie 4.0. Gerade derzeit führen wir eine sehr komplexe Softwarelösung für uns in der Produktion ein, von der Produktionsplanung bis zur Produktionssteuerung. Und das in Kombination mit einem integrierten Kommunikationssystem über alle Bereiche hinweg sind für uns Schlüsselfaktoren für eine effiziente Kleinserienfertigung. Bevor wir uns gleich dem nochmal zuwenden an das Publikum, wenn Sie Fragen haben, Ihnen schon Fragen eingefallen sind, wir werden nachher noch eine Fragerunde machen, also in 5 Minuten oder so, bitte merken, bitte notieren, und dann kommt sicher jemand mit Mikrofon. Bei diesem Video ist mir auch spontan eine Frage eingefallen, und zwar ganz am Anfang wird ja bei KPM wird angesprochen der moderne Bezahlvorgang, also sprich mit Fingerabdruck, mit Gesichtserkennung. Und das wäre auch die Frage an Sie beide, bieten Sie das in dieser Form an? Denken Sie, das wird wirklich das Bezahlmodell der Zukunft werden? Und auch die Frage natürlich an Sie, haben Sie den Eindruck, dass das bei Ihren Unternehmen schon gewünscht wird und dass es wirklich auch angenommen wird? Vielleicht, Herr Zierke, wenn Sie anfangen mögen? Also ich kann gerne anfangen. Ich glaube, der Zahlvorgang und das Thema Gesichtserkennung, Fingerabdruck und so, das sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Autorisierung. Da wird es immer weitergehende. Wir sehen es gerade, dass ein großer amerikanischer Hersteller wieder eine neue Technologie einführt. Ich glaube, das ist das eine. Ich glaube, viel spannender, ehrlich gesagt, an dem Ding, weil das ersetzt immer nur eine andere Vorgehensweise. Ja, wird noch ein bisschen sophistizierter. Ich glaube, viel spannender und die viel größere Revolution, ist auch vorhin schon mal angesprochen worden, ist so ein Thema wie Blockchain. Weil das wirklich ganz neue Möglichkeiten gibt, dann auch Transaktionen, nicht nur Zahlungsverkehr, sondern auch die physischen Transaktionen zu bewegen. Um da mal ein Beispiel zu machen, es ist ein großes Thema für Unternehmen, ist historisch, ist ja der Außenhandel. Das heißt, wenn Sie irgendwo eine Maschine nach, was weiß ich, nach Saudi-Arabien liefern, müssen Sie ja irgendwie gucken, dass, wenn die Maschine geliefert wird, Sie dann auch das Geld kriegen. Ja. Und das funktioniert mit einem relativ komplizierten Verfahren, ne, mit Dokumenten, die dann hin und her gelaufen sind, die geprüft werden müssen, damit wirklich sichergestellt wird, dass dieses Gerät auch so, wie man es haben wollte, da ankommt und dass auch die richtige Zahlung kommt. Das läuft über Banken in einem heute noch immer ähnlichen Verfahren, wie das vor, ich weiß gar nicht, wie weit man zurückgehen muss, 40, 50, 60 Jahren passiert, mit Dokumenten. Blockchain gibt eine Möglichkeit, gehen wir von aus, ist noch nicht vollständig da, aber es läuft in diese Richtung, so etwas durch digitale Schritte zu unterstützen, was natürlich ein brutaler Schritt ist, ja, der dann das wirklich macht Zahlungsverkehr... Macht den Mittelschritt überflüssig, ne? Die Mittler sozusagen. Ja, also es macht die Mittel, es macht, nimmt einfach eine Komplexität weg. Mhm. Es verändert wirklich einen Prozess. Ich finde, viel stärker als die Gesichtserkennung oder der Fingerabdruck, der nichts anderes ist als die Unterschrift, nur naja, ein bisschen anders. Man gibt keine PIN mehr ein, sondern hält wir das geben Gesicht eine PIN war auch schon so ein Schritt. Ja, ja. Ja.
Aber eigentlich ist es, wenn man es mal zu Ende denkt, nicht so wirklich radikal. Das verändert Prozesse wirklich. Und ich glaube, wir müssen als Banken lernen, wie unser Geschäftsmodell sich ändert. Was aber auch rauskam eben in diesen Gesprächen ist, es geht ja nicht nur um Banken an der Ecke, das ist ein Teil. Ich glaube, unsere Unternehmen müssen natürlich auch die Chancen und die Herausforderungen, aber auch viele Chancen von Digitalisierung für ihre Geschäftsmodelle sehen. Das klang ja eben auch so ein bisschen an. Ja. Das wäre dann das Stichwort, ne? Ich würde auch immer unterscheiden wollen zwischen einem Bezahlvorgang im privaten Bereich oder Business-to-Consumer-Bereich und einem Bezahlvorgang im Business-to-Business-Bereich. Viele der Diskussionen, die man hört, auch die Einlassung, die im Zuspieler war, scheint mir eher aus dem Business-Consumer-Bereich zu kommen. Und da warne ich vor einem. Sie meinen jetzt die Bezahlvorgänge? Da warne ich vor einem, zu glauben, wir könnten in diesem Business-to-Consumer-Bereich sichere Zahlungsvorgänge gestalten, ohne eine, in unserem Jargon, Zwei-Faktor-Identifikation. Wir brauchen immer eine Identifikation und eine Authentifikation. Das heißt, selbst wenn man den Kämpf jetzt per Iris-Scan zahlen lässt, dann wird man gut daran tun, noch einen zweiten Faktor zur Identifikation und Authentifikation nachzuschieben. Eine PIN oder was auch immer. Also das vereinfacht es ja dann auch nicht wirklich. Ne? Genau. Und das heißt, wir tauschen nur Methodiken aus. Ja, aber wir revolutionieren den nicht. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob man bei Zahlungsvorgängen bis zu 5 Euro oder wo auch immer sagt, das müssen wir auch noch haben. Und ich weiß natürlich, dass wir heute mit bestimmten Zahlungsvorgängen, zum Beispiel dem Zahlungsvorgang über Kreditkarten, etwas nonchalanter sind und in vielen Bereichen die Zwei-Faktor-Identifikation weglassen. Aber das funktioniert natürlich nur, weil wir sowas wie einen trustworthy Mittler dazwischen haben, der im Zweifel auch das Risiko übernimmt. Ja. Wenn wir den nicht mehr haben, ob wir den jetzt Kreditkartenorganisationen oder Banken nennen, das überlasse ich jetzt jedem Einzelnen. Aber wenn wir den vertrauenswürdigen Mittler nicht mehr haben, dann wird es keinen Zahlungsvorgang geben ab einer bestimmten Höhe ohne Zwei-Faktor-ID. Also da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und ob der zweite Faktor in Zukunft dann eine Kreditkarte aus Plastik ist oder ob meine Augen dafür hergehen. Ich meine, wenn es nach mir ginge, dann müsste, wenn mir einer in die Augen schaut, die Zahlung von selber kommen. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist eine schöne Idee. Vielleicht Blockchain nochmal als Stichwort. Oder ist das jetzt der Sprung von Ihren Augen zu Blockchain doch ein zu großer? Also ich glaube schon, dass Blockchain-Technologie vieles revolutionieren kann und vieles revolutionieren wird. Aber ich gestehe, als ich zum ersten Mal mir einfach versucht habe, die Technologie und mal anzueignen, wie funktioniert das denn, dann war eine meiner Überlegungen, könnte man sich Zahlungsvorgänge in meinem alten Unternehmen, das ich leiten dürfte, könnte man sich die über Blockchain vorstellen? Also könnte man sich vorstellen, dass alle Kunden, jeder weiß ja, wo ich gearbeitet habe, alle Kunden der Dativ monatlich in Art einer Blockchain-Technologie zahlen. Brauchen Sie nicht. Und dann komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich sage, selbst wenn das so wäre, wäre es kostengünstiger, wäre es sicherer als über einen vertrauenswürdigen Mittler, der mir den Zahlungsverkehr abnimmt. Dann bin ich nicht mehr ganz so sicher. Ja, technisch sehe ich die Möglichkeit. Also ich würde jetzt nicht wissen, was technisch dagegen stünde. Aber ob wir dann zum Schluss dem Zahlungsverkehr in dieser Menge, und wir reden über einen relativ kleinteiligen Zahlungsverkehr, ob wir unter Kosten-Nutzen-Aspekten dann besser davon wären, würde ich unter Kenntnis heutiger Technologie eher bestreiten. Also zunächst mal geht das ja runter. Und ich bin kein Banker. Das geht ja runter wie Öl, genau. Es sieht aus wie Banker. Ne? Nein, aber ich glaube, das ist völlig richtig, was Professor Kempf sagt. Erstens, so eine Technologie ist nicht für alles richtig. Ich glaube, für das Akkreditiv macht es sehr viel Sinn. Da brauchen Sie übrigens auch den Mittler noch, aber das ist eine technologische Hilfe. Ich glaube, es gibt aber bei dem Thema Digitalisierung noch ganz andere Punkte, über die wir nachdenken müssen. Was mir eben gerade einfiel, war ein ganz anderer Punkt. Also ich glaube, nicht der Zahlungsverkehr, da brauche ich keinen Blockchain für den klassischen. Aber wir müssen noch über ein paar andere Sachen reden, wenn wir uns hier vorantreiben wollen. Wir haben neulich darüber nachgedacht, und das gilt für das Firmenkundengeschäft wie das Privatkundengeschäft, dass wir Kredite zum Beispiel vollautomatisch
abwickeln. Also digital mit entsprechenden Prüfungen. Das ist wunderbar. Übrigens auch die Blockchain-Transaktion, fällt mir gerade ein, ist auch so eine gewesen. Die ist vollständig digital gelaufen. Das Einzige, was nachher passiert, und ich habe die Chance gehabt, das machen zu dürfen. Ne? Sie hatten also den Dritt. Das war alles so ein Raum also wie hier. Wie stellt man sich das vor? Na, Sie kriegen da gehen Sie bestimmte, da gehen Computer, da gehen ja, bestimmte also Schritte und die müssen Sie dann machen. So, der interessante Punkt war, damit war diese komplizierte Transaktion passiert. Und dann kam jemand mit so einer Mappe, Sie kennen die noch alle, so aus den klassischen Banketagen, ja, und hielt das auf und sagte so, meine Herren, das waren nur Herren in dem Fall, die da doch Knöpfe drücken konnten, Sie dürfen jetzt aber bitte hier noch unterschreiben. Und da haben wir uns alle angeguckt und haben gesagt, okay, warum? Ja, weil das BGB noch nicht vorsieht, dass eine solche Transaktion, obwohl sie technisch vollständig abgewickelt war, passiert. Und das gilt nicht nur für die komplizierte Blockchain-Technologie, wo alle sagen, das interessiert mich ja hier nicht, sondern es gilt auch für jeden simplen Baufinanzierungskreditvertrag. Also man muss dazu sagen, rechtlich ginge es. Wir rechtlich haben ein Signaturgesetz, aber dazu bräuchten wir eine Änderung des BGB. Ja, weil wir zum Beispiel politisch uns nicht getraut haben, den sogenannten neuen Personalausweis mit einer zwingenden Freischaltung der EID-Funktion zu versehen. Da waren wir, lassen Sie mich deutlich sagen, politisch zu feig. Und deswegen haben wir heute von den neu ausgegebenen Personalausweisen nur ungefähr 27% mit freigeschalteter EID-Funktion. Mhm. Und ich frage mich immer, was die anderen 73% mit ihrem neuen Personalausweis machen. Also wenn Sie den Personalausweis anschauen, Sie kennen ihn alle, da hätten die den alten auch behalten können. Mhm. Der Vorteil des neuen gegenüber dem alten ohne EID-Funktion ist lediglich, dass sie im Winter die Scheiben freikratzen können. Mhm. Also solange wir so mit digitaler Transformation in Deutschland umgehen, ja, und das Beispiel macht es ja fast lächerlich, stattdessen hätte man ein Lesegerät gebraucht, eine EID, also ein Faktor, eine persönliche PIN, zweiter Faktor, dann kann man auch in Deutschland rechtsgültig unterzeichnen. Also die sogenannte qualifizierte Signatur ist ein vollständig rechtsgültiges Substitut zur eigenhändigen Unterschrift. Aber darf ich da gerade reingehen? Da sitzt die alte Regierung. Er weiß es ja auch. Wir haben ja jahrelang darüber gesprochen. Aber das Modell ist eben, es ist eben doch noch komplizierter, weil technisch geht das, genau wie Sie es beschrieben haben. Aber es gibt eben Fälle, und das darauf würde ich nur hinaus, ist auch allen bekannt, die Verwebung quasi der verschiedenen Rechtsnormen ist eben doch komplex, genau. Dass Sie einen Kredit, das steht nun mal im BGB, der ist nur gültig, wenn Sie ihn handschriftlich unterschrieben haben. Da gilt auch die ID, die technologisch eigentlich im anderen Gesetz geregelt ist, noch nicht. Das ist lösbar. Ich glaube, wir müssen nur, und das ist nur ein Beispiel, wir müssen nur, um die digitale Entwicklung auch für Unternehmen leichter zu machen, müssen wir, glaube ich, alle an einem Strang ziehen. Und das hat einmal einen Normenteil. Da müssen wir uns, glaube ich, relativ einfach zu lösen. Ich habe auch noch keinen gehört, der irgendwie sagt, das wollen wir nicht lösen. Also ich sage mal, müsste eigentlich lösbar sein. Auch das wäre ein Grund für eine schnell entsprechend handlungsfähige Regierung. Aber der andere Teil ist sicher natürlich auch, dass viele Unternehmen zwar verstanden haben, es ist unsere Erfahrung, dass Digitalisierung für sie in ihre Geschäftsmodelle immer eine wichtige Bedeutung hat, aber viele sich noch fragen, wie mache ich das jetzt? Also von dem Erkenntnisprozess irgendwie wichtig. Und was heißt denn das für mich und wie gehe ich damit um? Da sind viele überfordert, gerade kleinere. Ist das eher Misstrauen oder ist das eher so, ich kenne das nicht, eher so eine Zurückhaltung? Stellen Sie sich mal ganz praktisch vor, ein mittelständisches Unternehmen mit 20, 30, 40 Mitarbeitern, das nicht eine ganze Abteilung zur Verfügung hat oder sich nicht McKinsey oder irgendeinen anderen Berater holen kann, oder, ja, um diese Technologie zu machen. Das hat ein echtes Problem. Da fängt ich habe einen Unfall gehabt, einen Physiotherapeuten kennengelernt, einen Jungen, der echt toll ist, der so eine Praxis aufbaut, der, ich glaube, hat er gerade 10 Leute hat. Der fing an und sagte, wissen Sie, Herr Zierke, ich habe jetzt ein Problem, ich muss umziehen, weil gewachsen. Ich muss 2 Tage, ich mache das jetzt über Weihnachten, ich muss die IT umziehen. Ja? Da würde ein Unternehmen, ein großes Unternehmen sagen, na klar, da geben wir einen Auftrag. Ja. Für da gibt es natürlich so Cloud-Dienstleister. Aber da gibt es Dienstleister, nur das ist irgendwo an der Ecke. Und ich glaube, das muss man sehen, da muss man helfen. Da müssen die Cloud-Dienstleister helfen, aber ich glaube, da müssen wir auch unterstützen. Da können zum Beispiel auch Banken unterstützen, weil sie natürlich ein Netzwerk aufbauen können. Machen wir zum Beispiel für viele, bieten das an für Kunden, um dort diese Hürde zu überwinden.
Oder ist nicht Angst? Ich würde an dieser Stelle im Publikum noch mal nachfragen wollen. Wir haben noch eine Viertelstunde ungefähr. Gibt es denn Fragen, Wünsche? Möchten Sie vielleicht noch was sagen zu den Versäumnissen des Parlaments, die Regierung aufzufordern? Ich glaube, in dem Fall, das Signaturgesetz ist weiter. Das Signaturgesetz ist weiter, als in der Gesellschaft angekommen ist. Also, ich glaube, das Vertrauen in die Digitalisierung, die ist noch nicht so weit, wie sie sein könnte. So, der, sagen wir, Digitalisierung hat die Schnittstelle Maschine-Computer aufgehoben oder erleichtert und die künstliche Intelligenz hebt die Schnittstelle zwischen Rechner und Mensch auf. Und wir bekommen jetzt auch viele Bots-Mails, also Mails von Rechnern, von denen man nicht mehr genau weiß, ist das von einem Menschen oder einem Rechner. Und immer wenn ich die Leute anrufe, merke ich, dass sie da gar kein Problembewusstsein haben. Und das ist schon ein Problem, glaube ich, das eine gewisse Rolle spielt, übrigens auch im Bankengeschäft, ne? Blockchain. Wenn ich jetzt hier runtergehe und frage, was ist eine Blockchain-Technologie oder haben Sie schon mal Bitcoins überwiesen mit Blockchain-Technologie? Sein Leute, jetzt ist er irgendwie durchgeknallt, also er soll sich lieber um seine Sachen kümmern. Also das ist schon eine Sache, ich glaube einfach, es braucht noch ein paar Monate bis Jahre und dann sind wir einen großen Schritt weiter. Also bis die neue Regierung da ist? Ja, die neue Regierung kann das natürlich dann super schnell. Obwohl ich muss ehrlich sagen... Können Sie sich noch kurz vorstellen? Ich habe Sie jetzt gar nicht vorgestellt. Ja, obwohl ich weiß, die Regierung ist immer sehr schnell, aber meine Position ist eine ganz andere. Manchmal fände ich es besser, man wartet noch einen kleinen Moment zu. Bevor man sich entscheidet, überlegt nochmal, überschläft etwas und dann kann Sie man noch mal über jetzt alles verhandeln. Vorsitzenden, ich spreche über viele Vorsitzende. Ich kenne auch andere, die sich strategisch sozusagen ins Ausmanövrieren und brauchen dafür 4 Wochen. Also das hätte man schneller machen können. Aber von daher will ich jetzt nicht parteipolitisch wenden. Aber ich glaube, wir warten ja alle darauf, eine ganz große Chance. Also von daher fand ich die Diskussion auch sehr interessant, weil sie ein bisschen gezeigt hat, dass möglicherweise auch im Bewusstsein, sagen wir mal, noch eine viel größere Aufgabe entstanden ist als in der Technik. Mhm. Schönen Dank. Ich würde gerne noch was zu dem Thema, das im Zuspieler kam, sagen. Es werden Millionen von Jobs wegfallen. Das ist spannend. Das würde ich ungern so im Raum stehen lassen. Vorbemerkung. Es ist ein bisschen schwierig für einen Hobbyprofessor aus Erlangen, sich mit Harvard-Kollegen anzulegen. Aber die Arbeit von Frey und Osborn zu dem Thema ist etwas, was mich in der wissenschaftlichen Landschaft massiv stört. Also ohne allzu hart mit den Kollegen ins Gericht zu gehen, also in Erlangen wäre es als Hausarbeiter ein bisschen schwierig geworden. Die Kollegen haben untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf Jobs. Es ist eine angloamerikanische Untersuchung, also in englischer Sprache geschrieben. Deshalb wird immer das Wort Jobs verwendet. Was haben sie gemacht? Sie haben die Job Classification des amerikanischen Sozialversicherungssystems genommen. Da gibt es für jeden Beruf einen Job Classifier. Haben die runtergedampft auf ungefähr 720, 740 Positionen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, also rund 700, und haben für jede dieser 700 nach einem eigenen Modell, dieses Modell ist ganz clever, überlegt, wie stark sind diese Jobklassifizierungen gefährdet durch digitale Transformation und haben dann Kontrollgruppenbefragungen von Experten gemacht, um dieses Modell und Modellergebnis zu verifizieren und daraus dann einen Bericht erstellt, wie hoch ist das Substitutionsrisiko auf einer Zeitschiene von 20 Jahren für diesen jeweils untersuchten Job durch digitale Transformation. Und da kam zum Beispiel raus, eine dieser Jobklassifikationen im angloamerikanischen Sozialversicherungsrecht ist der Tax Preparer. Und da kam raus, 87% der Tax Preparer werden obsolet in 20 Jahren. Durch deutsche Gazetten ging das im Wesentlichen mit der Überschrift 87% der Steuerberater digitalisierungsgefährdet. Das ist erstens mal eine etwas grobe Übersetzung der Begrifflichkeit Tax Preparer, aber es ist inhaltlich einfach falsch, deshalb, weil die Job Descriptions im amerikanischen Sozialversicherungssystem deutlich mehr Tätigkeitsbeschreibungen als Berufsklassifikationen sind. Und darum nehme ich das Bild vom Steuerberater. Natürlich gibt es in Deutschland viele Steuerberater, das will ich gar nicht in Abrede stellen, die einen ganz wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit
ausschließlich im Text Preparation machen. Denen hätte ich aber auch ohne Frey und Osborne sagen können, dass man sie in 20 Jahren nicht mehr braucht. Denn da kenne ich ein Unternehmen in Nürnberg, das gehört sogar Steuerberatern und dessen einziges Trachten ist, genau diesen Teil zu automatisieren. Und mal ganz ehrlich, es gibt ja auch keinen hinreichend vernünftigen Grund, warum zum Beispiel eine natürliche Person als Steuerpflichtiger seinen steuerlichen Obliegenheiten ohne steuerlichen Berater, ohne Textpreparer kaum mehr nachkommen kann. Die Dänen haben es uns gezeigt, das geht prächtig. Man muss an den richtigen Stellschrauben drehen. Also meine Botschaft ist, man muss ganz klar unterscheiden zwischen Tätigkeiten, die obsolet werden. Ja, es werden eine ganze Menge Tätigkeiten durch Digitalisierung obsolet werden. Die Frage, ob dadurch Berufe obsolet werden, hängt ausschließlich davon ab, wie wir die Berufe ausbilden oder den Menschen in diesen Berufen und wie wir sie fortbilden. Nee, die Menschen müssen nur andere Tätigkeiten machen, als sie bisher machen. Und jetzt kommen wir natürlich an ein Matching-Problem. Ich werde nicht aus jedem, der heute einen Beruf ausübt, der monostrukturierte Tätigkeiten haben kann, übermorgen einen Webdesigner, einen Artificial Intelligence Expert oder was auch immer machen können. Also dieses Matching werden wir haben. Aber ich sage Ihnen auch ein Beispiel, wo das Matching gut funktioniert hat. Der Automechaniker von vor 15 Jahren ist ein Mechatroniker von heute geworden. Das hat den Nachteil, dass wenn ich einen meiner Oldtimer reparieren lassen will, ich keinen mehr finde in der Autowerkstatt oder kaum mehr einen, der mit dem Schraubendreher am Motorgehäuse hören kann und hört, ob da Störgeräusche drin sind. Das konnte ein Automechaniker. Also Ihre These ist jetzt also, wir werden Jobs umwandeln, aber nicht verlieren. Mir wäre es lieber, wir würden immer unterscheiden zwischen Tätigkeiten und Berufen. Mhm. Und dann können wir ganz klar sagen, es werden eine ganze Menge Tätigkeiten obsolet werden. Die werden wir ersetzen durch Digitalisierung. Das heißt für uns aber, wir müssen den Berufen andere Tätigkeits- und Berufsbilder geben. Und das ist ganz wesentlich eine Frage von Ausbildung und Fortbildung. Natürlich mit dem Matching-Problem, dass wir das nicht überall tun können. Aber wenn wir es andersrum sehen, dann wird ein Schuh draus. Wir leisten uns zum Beispiel in Berlin, die Statistiken gehen auseinander. Ich nehme einen Mittelwert, ungefähr 9% von Schulabgängern ohne Schulabschluss. Im Hauptschul, in Bayern heißen die jetzt Mittelschule, da sind es etwas weniger als 9%. Wie verrückt, Entschuldigung, muss eine Gesellschaft sein, sich diesen Luxus zu leisten? Wir wissen, dass wir diese Menschen ein Leben lang werden alimentieren müssen. Warum begreifen wir nicht endlich, dass dies nicht nur eine Missetat an diesen Menschen ist, sondern gesellschaftlich nicht zu verantworten? Wir müssen dieses Thema intensiver angehen. Wir leisten uns eine Unzahl von Studierenden ohne Studienabschluss, die wir im Laufe des Studiums verlieren. Informatik ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wo ganz viele verlieren. Das dürfen wir nicht zulassen, weil dies natürlich dazu führt, dass diese Menschen, wenn sie denn überhaupt eine Tätigkeit finden, sehr stark Tätigkeiten finden werden, die überproportional durch Digitalisierung bedroht sind. Und deshalb mein Credo, Bildungspolitik von heute ist die beste Wirtschaftspolitik von morgen. Das müssen wir endlich mal begreifen. Haben Sie eine Frage oder würden Sie direkt entgegnen wollen? Entgegnen würde ich da nichts. Ich würde vielleicht noch meinen Blick auf der Sache sagen, ich kann nicht beurteilen am Ende, ich glaube, das ist auch unglaublich schwer, wie der Nettoeffekt aussehen wird. Ja. Da kann man, glaube ich, also bin kein weder Harvard noch sonst wo in der Akademie. Aber was mein Blick ist, auch aus unserer geschäftlichen Erfahrung, dass solche Effekte, solche Transformationsprozesse, wie wir sie jetzt sehen, wie wir sie übrigens auch schon in anderen Jahrzehnten oder Jahrhunderten gesehen haben, immer Risiken und Chancen bilden. Und ich glaube, sowohl für Unternehmen als auch für Menschen wird es für die am Ende eine Chance sein, die sich darauf einstellen und die damit umgehen. Sprich, das Unternehmen, das aktiv versteht, dass solche Entwicklungen auch auf das eigene Geschäftsmodell abzielen, und sich quasi am Ende damit auseinandersetzen und sie für sich nutzbar machen, wird eher einer der Gewinner dieser Veränderung sein. Solche, die da langsamer sind, und übrigens Geschwindigkeit hat einen ganz anderen Punkt. Das wäre meine Anmerkung zu Ihrer Anmerkung geworden. Ich glaube, anders als vor noch 30, 40, 50 Jahren, wo wir Zyklen hatten, die viel länger waren, die Digitalisierung hat eins gebracht, es geht alles viel, viel schneller.
Und darauf müssen wir uns alle einstellen. Wir Menschen, Unternehmen, Politik, die, die sich einstellen, gewinnen. Das wäre mein Punkt. Die, die sich nicht einstellen, ob das der einzelne Mensch ist. Das können sich manche auch gar nicht einstellen. Das muss man ja, also wir würden da jetzt, muss man versuchen, würde jetzt zu gerne noch ins bedingungslose Grundeinkommen einsteigen, aber das ist jetzt nicht Thema, aber vielleicht können wir das auch mal dafür muss zum es genug Thema geben. Machen. Genau. By the way, auch dafür muss es genug geben, die dieses Grundeinkommen nachher finanzieren. Ja, genau, also, aber spannend finde ich das auf jeden Fall und ich würde gerne die Frage, die Dame mit der Frage dran nehmen, ja, wenn Sie sich kurz vorstellen können. Ja. Brigitta Hartmann vom Deutschen Bundestag Presse und Kommunikation. Ich habe mal eine Anmerkung zu dem, was Sie gesagt haben. Und zwar habe ich vor meinem Jurastudium eine Bankausbildung gemacht, nicht bei der Commerzbank. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass alle meine Kollegen und ich, wir alle Abitur gemacht hatten und von uns ist keiner in der Bank als Bankkaufmann geblieben. Mhm. Und das Problem liegt einfach darin, dass diejenigen, die früher die Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht haben, Realschüler waren oder auch Hauptschüler waren. Und heutzutage möchten einfach alle Unternehmen die besten Leute haben und nehmen natürlich immer nur die höchsten Abschlüsse, die sie kriegen können. Das ist ein Problem, was ich sehe und ich weiß nicht, wie man darauf einwirkt. Also da muss man sicherlich darauf einwirken, weil dann natürlich alle, die auch einen Hauptschulabschluss haben, irgendwann außen vor bleiben, die dann auch irgendwann keinen Ausbildungsplatz mehr kriegen, selbst wenn sie einen möchten. Auf der einen Seite kann man natürlich die Unternehmen verstehen, dass sie die besten Leute haben möchten. Auf der anderen Seite darf natürlich keiner hinten runterfallen. Da hat man natürlich auch als Unternehmen vielleicht eine moralische oder soziale Verantwortung. Wie möchten Sie dagegen wirken? Also ich glaube, das ist eine Frage an beide, oder? Ja. Also wenn ich gerade auch aus der Sicht der Bank da antworten kann. Erstens, das, was Sie beschreiben, ist absolut richtig. Wir haben eine Zeit lang dort eine Richtung gehabt, die am Ende nicht, auch ökonomisch nicht sinnvoll war, weil sie Menschen ausbilden und sie dann wieder verlieren. Was natürlich am Ende für die Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch für die Unternehmen nicht sinnvoll war. Das heißt, die Reaktion darauf war, ganz klar, diese Mischverhältnisse, also die Frage, wie viel Realschüler, Hauptschüler ehrlich gesagt nicht. Das liegt aber nicht daran, dass wir keine Hauptschüler mögen, sondern es liegt daran, dass sie natürlich schon eine gewisse, sag mal, Grundqualifikation brauchen. Und da sage ich ganz offen, da sagen mir zumindest die Experten, mache ich jetzt auch nicht jeden Tag, das reicht häufig nicht aus, das ist eher das Thema. Aber es sind nicht nur Abiturienten. Aber ich würde mal sagen, es ist auch so, dass gerade das Thema Bank, wenn ich jetzt mal nochmal sozusagen das Thema von der anderen Seite beleuchten darf. Ich werde oft gefragt, als Vater von zwei Töchtern, die auch jetzt studieren, würden Sie eigentlich heute nochmal oder jungen Menschen empfehlen, in eine Bank zu gehen? Und da denken dann alle, naja, da sagt er, boah, Personalabbau, lieber nicht. Ich glaube, wenn ich mal zurückdenke, ich habe das mal gemacht, ich habe eine Banklehre gemacht, ich habe dann studiert, ich bin heute noch in der Bank. Ja? Und da bin ich ja nicht alleine, also von daher... Ich muss sagen, in der Zeit damals war diese Entscheidung eine, die man hätte in Frage stellen können. Weil das war eine ziemlich langweilige Zeit. Also wenn Sie jemand sind, der was bewegen will, gestalten will, war das nicht einfach. Es waren relativ klare Rahmenbedingungen. Sie konnten zwar ganz gut Geld verdienen, das war ein Reiz, aber gestalten, etwas verändern, das war keiner der Bereiche, wo wirklich irgendwie, würde man sagen, die Post abgeht. Das ist heute anders. Wenn Sie gerade in diesen Bereichen der Wirtschaft sind, also ich glaube, wir haben eine der größten Umbruchphasen, gibt es einige, aber gerade in der Finanzwirtschaft, wir haben vorhin die technologischen Entwicklungen gesehen, die regulatorischen, alles, was dahinter hängt, ist eine unglaublich große Veränderung. Das Geschäftsmodell Bank verändert sich gerade und wird sich in einer Radikalität, in einer Geschwindigkeit verändern, die natürlich was Bedrohendes hat, aber auch eine Riesenchance darstellt. Und wenn junge Leute die Lust haben, etwas mitzubewegen, sich heute überlegen, wo gehen Sie hin, in welche Branche, dann würde ich immer sagen, überleg dir eine Branche, wo solche Veränderungen passieren, wo du was einbringen kannst. Und von daher ist diese Branche durchaus auch für Menschen, die so einen Anspruch haben, echt interessant, attraktiv. Das sehen wir auch. Wir haben echt viele Leute, die das auch machen wollen. Aber Sie haben recht, das sind nicht alle. Sie brauchen nicht nur Leute, die das Geschäftsmodell umbauen. Sie brauchen auch Menschen, die ihre Kunden betreuen in den Filialen, in Firmenkundensituationen und so weiter. Und das müssen nicht nur Leute sein, die einen akademischen Ausbildungsgrad haben. Das war ja eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde aber trotzdem noch nicht ganz Schluss machen wollen und noch Herrn Kempf die Gelegenheit geben zu antworten. Die Schwierigkeit in Ihrer Frage liegt darin, dass es keine einfachen Antworten darauf gibt. Was Sie an Situation beschreiben, ist eine richtige Situationsbeschreibung. Wenn ich Unternehmen frage und wenn ich in das Unternehmen gucke, das ich über viele Jahre gut kenne,
dann gibt es aus Unternehmenssicht eine einfache Antwort. Der Realschüler von heute ist nur noch zum Teil brauchbar verglichen mit dem Realschüler von vor 20 Jahren. Und jetzt tue ich mal einfach so, als wären beide Standpunkte richtig. Und dann kommt mein Appell und ich sage, jetzt müssen wir was machen. Und ich sage Ihnen einfach einzelne Beispiele, die mich irrsinnig aufbringen. Ich habe gelernt, weil Mediziner mir das lang erklärt haben, Legasthenie ist eine Krankheit. Ich bin im Übrigen anderer Meinung, aber führt jetzt wahrscheinlich zu weit zu diskutieren. Ja. Aber weil das so ist und weil das so in Deutschland eingeschätzt wird, kann man mit Legasthenie Abitur machen. Das habe ich noch einigermaßen akzeptiert, obwohl es in den Berufen, für die ich Menschen brauchte, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht ganz einfach war. Aber jetzt kommt's. In einigen deutschen Bundesländern kann man Abitur machen mit Dyskalkulie. Ein grenzautistischer Mensch wie ich, der wusste gar nicht, was das ist. Der muss nachgucken. Und das sind die, die nicht rechnen können. Also ich kann in Deutschland in einigen Bundesländern mit nachgewiesener Dyskalkulie Abitur machen und ich warte drauf, bis an unsere Uni, an der ich ja, ich bin ja nur Hobbyprofessor, der Erste oder die Erste kommt und sich einschreibt für ein BWL-Studium mit nachgewiesener Dyskalkulie. Ja, das möchten wir dann auch gerne wissen. Und dann sage ich, nehmen Sie es nicht übel, aber das müssen wir diskutieren. Und zwar ohne Blauäugigkeit und ohne uns gegenseitig mit Wattebällchen zu bewerfen. Sowas macht doch keinen Sinn. Wir müssen diesen Menschen helfen. Ja, ich weiß sehr wohl, dass es Menschen gibt, die sich mit Rechnen schwerer tun als andere. Aber dass man Dyskalkulie einfach akzeptiert, ohne dem Menschen mit spezieller Förderung dazu zu verhelfen, dass er rechnen kann, das glaube ich nicht. Und das, glaube ich, ist einfach der falsche Weg. Und lassen Sie uns einmal einfach überlegen, welche Berufe kann ich denn mit nachgewiesener Dyskalkulie noch erwerben? Also manchmal zahle ich in Kneipen der Rechnung, da habe ich auch das Gefühl, der hat Dyskalkulie. Aber also ich glaube, Neudeutsch müsste man sagen, we need a holistic approach. Also ich glaube, wir müssen das wirklich vom Pädagogischen, von den Schulen bis hin dann aber auch, und da ist Ihr Appell völlig richtig, zu den Arbeitgebern. Es darf nicht sein, dass die Arbeitgeber oder potenziellen Arbeitgeber sich dem Thema dadurch entziehen, dass sie sagen, dann nehmen wir nur noch Akademiker, davon haben wir genug. Das ist der falsche Weg. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, ich hatte es Ihnen ja angekündigt, dass vorgesehen war, ein Beziehungsgespräch zu führen zwischen der Wirtschaft und den Banken. Ich würde sagen, die Beziehung ist stabil, ausbaufähig. Sie wandelt sich vielleicht ein bisschen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und damit möchte ich mich verabschieden von Ihnen. Danke.